Was geht ab, meine Z-Fighter? Osari hier. Und im heutigen Video werden wir im neuesten Banner im Vegeta und Goku Only Banner. Was geht ab, meine Z-Fighter? Osari hier. Und heute werden wir zusammen im neuesten Banner im Goku und Vegeta Only Banner. Bevor wir überhaupt ansehen, was in dem Banner auf sich hat, sammelt hier nicht. Es ist ganz klar ein Banner, um euch die Sonsa zu entziehen, kurz vor dem dreijährigen Jubiläum, vor allem die Free-to-Play-Spieler. Ich meine, im Endeffekt könnt ihr sammeln, wo ihr wollt, ja, aber ein Ratschlag von mir, sammelt ihr nicht, spart lieber eure Stones, denn das Jubiläum fängt demnächst schon an. Falls ihr euch fragt, wann genau, wir haben kein genaues Datum, aber was ich einschätze, ist folgendes: Am 30. Juni läuft die momentane Celebration aus, wenn direkt nach dem 30. Juni, nach dem Ablauf der aktuellen Celebration, der Countdown anfängt von 7 Tagen, dann sollte es der 6. bzw. 7. Juli sein, wann das ganze Jubiläum anfängt. Aber wie gesagt, wir haben kein genaues Datum. Das ist Spekulation von mir anhand des Ablaufdatums der momentanen Celebration im GG. Naja, anyways, dann schauen wir uns mal das Banner trotzdem an, den Inhalt. Wir haben hier nur ein Goku und Vegeta Only Banner, ja. In diesem Banner sind nur Gokus und Vegetas. Sie haben einen Discount 3x30 Stones für einen Multisum. Ist gleich mal so schlecht, kann man mitnehmen, aber in dem Banner selbst. Das ist folgende: In dem Banner sind zwar, okay, wenn wir es hochziehen, sind nur 43 SSR. Davon sind 2 LR. LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku sind mit dabei. Jedoch ist die Sache: Du kriegst pro Multisum einen gefeaturten SSR. Und für einen LR muss man nicht gefeatured ziehen, kennen wir. Deswegen ist die Chance hier sehr gering. Auch wenn der Pool klein ist, ist die Chance trotzdem gering, weil. Wir kriegen hier pro Multisum zu 100% einen gefeaturten SSR, GG. Also haben wir da nicht mal eine Chance darauf, dass wir nicht gefeatured ziehen, dass der dann ein LR sein könnte. Wir müssen dann quasi hoffen, dass wir da mehr ziehen. Und die gefeaturen Charaktere ist wirklich kein Muss. Spart da wirklich über eure Stones. Hier ist zwar nur Vegeta und Goku drin, aber das Banner-Inhalt selbst ist gering so gesehen. Wir haben nur 43 SSR, keine R-Charaktere. Aber ihr müsst schon sehr viel Glück haben, dass ihr dann LR zieht. Ja, die Rates für nicht gefeaturede Charaktere, dass die droppen, sind 5% geteilt durch, wahrscheinlich ihr dran, wie viele nicht gefeatured dabei sind. 35 SSR, ja, 35 SSR. Also, es ist eine reine Glückssache. Ich werde es trotzdem versuchen. Wir haben hier, ja, ihr seht es, ein bisschen Stones. bin echt gespannt, ob wir hier was ziehen, weil ich habe natürlich die Hoffnung auf LR Margin oder LR Super Saiyan 3 Goku. Eigentlich haben wir gute Chancen, denn Hashtag nicht gefeatured ist eigentlich unser Motto, ne? Also ich sage, wir fangen mal an, let's go, Wir machen hier 3 Multisum nur, ihr seht schon, ich habe 509 Stones, falls ihr euch fragt, woher sind die Stones? Meine Stone-Beschreibung ist quasi angekommen, alle Links in der Beschreibung von Gemshop, wenn ihr da kaufen wollt, günstig Stones, bei Uchiha Rajit quasi. Ich habe auch 3 bis 4 Wochen warten müssen, deswegen schon mal Ratschlag an euch, wenn ihr Stones haben wollt für das 3-jährige Jubiläum, dann versucht schon mal jetzt am besten die Gemshops zu kontaktieren, weil da wirklich sehr viel los ist, kann ich mir vorstellen. Je früher, desto besser, würde ich sagen. Sie bemühen sich zwar darum, das alles bis zum 3-jährigen Jubiläum hinzubekommen, aber ja, ihr geht auf Nummer sicher, wenn ihr je früher bestellt. Also wie gesagt, ich habe vor 3 bis 4 Wochen bestellt, eigentlich für den Super Saiyan 3 Bardock-Banner. Okay, der ist gefeatured, ihr seht schon. Eigentlich ziehen wir immer nur nicht gefeatured und jetzt, wenn wir nicht gefeatured ziehen wollen, ziehen wir gefeatured. Typisch, oder? Logo. Ja, genau. Eigentlich wollte ich die Super Saiyan 3 Bardock die Stones haben, aber da spare ich dann auch 500 Stones. Spare ich auf jeden Fall, will ich schon mal da haben. Fix das Jubiläum. Damit ich halt, ja, weiß, weil ich habe da auch keine Garantie, dass der quasi Stones mir kaufen kann. Oder wir wissen ja nicht, ob da dann wirklich viel los sein wird, ja, zum 3-Jährigen. Kann ich mir vorstellen bei den Bestellungen. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn. GG. Ja, ihr merkt schon. Es sind nur Vegeta und Gokus, keine R-Charaktere. Und der letzte ist dann, ja, geil. Okay, das hat das Banner. Okay, die Karten sind nicht schlecht, aber ihr bekommt da nicht mehr davon. Das war's. Man will hier natürlich einen LR ziehen. Dass man LR Majin oder Goku zieht, trotzdem sehr gering, Freunde. Vertraut mir, nur 5%. Nur 5% werden aufgeteilt hier an die Anzahl nicht gefischte Charaktere. Ja, falls du dich fragst, wo kann man den LR dann gut ziehen? In jedem Typenbanner zum Beispiel. Typenbanner sind sehr, sehr gut, weil in JP zum Beispiel ein Tech-Typenbanner online, da werden dann 93% auf 93%, also wenn ihr Multisum macht, habt ihr einen GSSR und der ist zu 93% nicht gefeatured. 93%. Und in dem Typenbanner zum Beispiel in Tech sind 2 LR, sind sehr wenige Karten drin und in jedem Multisum habt ihr zu 93% eine Chance, einen nicht gefeatured Karte zu ziehen, die in LR ist. Hier habt ihr keine Garantie, dass ihr einen nicht gefeaturten SSR zieht, sondern zu 100% einen gefeaturten. Deswegen eigentlich Hände weg von dem Banner, aber wir werden hier selbst sehen, was wir ziehen. Und ja, es ist halt legit. Okay.
Ich weiß halt nicht, ob der gefeatured ist oder nicht an der Stelle. Aber das wäre vielleicht eine Chance auf ein LA. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr mehr hier sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr in der Zukunft nichts verpasst. Jede Unterstützung freut mich an der Stelle und jede Unterstützung hilft auf jeden Fall. GG, ja, ich... Okay, ja, GG, seht ihr? Ja, wow, geil, ja, 2S ist er, ja. Aber mit den 2S weiß er wirklich nichts mit anzufangen. Aber ja, wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall die Chance nutzen, wenn es die LR Majin gibt oder LR Super Sentai Goku, da mal reinzugehen. War diese Goku jetzt gefeatured? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal nach. Der physische war nicht gefeatured. Okay, wir haben hier nur... Ja, wir haben bis jetzt nur einen nicht gefeatured gezogen. Normalerweise brettern hier die nicht gefeatureden raus. Und normalerweise ziehen wir links und rechts nicht gefeatured. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, schreibt jetzt, ohne zu spickeln, in die Kommentare, Hashtag nicht gefeatured. Und gib mir die Kraft, dass ich hier nicht gefeatured Charaktere ziehe, damit wir zumindest hoffen können, dass damit darunter entweder Anna, Majin, Vegeta und Goku ist. Weil wir müssen uns, warte, wir müssen schon richtig einstellen. Unser Leader ist momentan falsch, nicht Ui Goku. Genau, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, man hat Hoffnung, man hat trotzdem Hoffnung, man hat trotzdem Hoffnung. Letzte Mutti für heute, let's go. Lass uns hoffen, komm, lass uns hoffen. Lass uns irgendwas hoffen, lass uns irgendwas Geiles draus werden. Help me to the left, okay. Ah, Baseform, okay, Crackstream, okay, ganz klar. GSSR, gefeatured, einen kriegen wir ganz sicher, aber darüber hinaus ziehen wir nicht gefeaturede SSR. It's over, Freezer. Es ist halt krank, das Gefühl, immer wenn ich klicke, auf die Silhouette zu hoffen und zu warten von Majin oder Goku. Es ist so ein... es ist so ein... Oh mein Gott, es ist so... Keiner weiß, man hofft und hofft und hofft, aber... nicht gefeatured, okay. Hat was gebracht, euer Hashtag hat was gebracht, vielen Dank, vielen Dank. Wieder nicht gefeatured. Oh mein Gott. Wieder nicht gefeatured. Aber ich glaube, das war's jetzt demnächst. Shit! Das lief aber gut. Das lief sehr gut. Euer, ja, das war schon deutlich besser. Wir hatten die drei nicht gefeaturete. Das könnte entweder Majin oder... Ja, das könnte entweder Majin oder Goku sein. Oh mein Gott, das war geil. Das war dann noch geil am Ende. Aber ihr seht's. Ja, ihr seht. Ich glaube, der war schon nicht gefeatured, oder? Wenn mich alles täuscht. Ihr seht es, ja. In dem Banner sind nur Goku und Vegeta, aber die Chancen dennoch sehr, sehr gering. Ich wollte auf jeden Fall mal die Discounts mitnehmen. Darüber hinaus muss ich eigentlich wirklich, muss mal aufpassen, dass mein Finger nicht ausrutscht und ich da weiter summon. Ich muss legit aufpassen. Ich wollte eigentlich nicht unter 500 gehen. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Video. Wie gesagt, der Angel Goku war nicht gefeatured. Nope. Ja, der war nicht gefeatured. Anyways, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright. Ich muss mal aufpassen, dass mein Finger nicht ausrutscht und ich da weiter summon. Ich muss legit aufpassen, ich wollte eigentlich nicht über unter 500 gehen. Bruh. Letztendlich ist mein Finger wohl doch ausgerutscht.